Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen Diskussionsvideos und zwar dieses Mal zum Thema Rushstuhl. Und ich muss sagen, das ist auf jeden Fall gerade sehr, sehr wichtig, ne? Weil das ist quasi eine neue Art, sich zu duellieren. Und ja, um das Ganze zu promoten, wird Konami komplett neue Karten rausbringen, die auch komplett anders designt sind. Und das ist dann quasi einfach eine Nebenserie, die man sich physisch auch kaufen kann. Und auf Turnieren wird es wahrscheinlich dann so ein paar Side-Events geben, wo man das auch wirklich competitive ausleben kann, um Preise zu gewinnen. Wird auf jeden Fall eine große Sache und im OCG kommt das safe raus in einiger Zeit, wenn der neue Anime startet, wo übrigens auch Rushduel gespielt wird, also in der Serie kommt es aktiv vor. Und wahrscheinlich werden dort sogar nur Rushduels auftauchen. Und im TCG könnte das tatsächlich auch auftauchen, wenn es halt im OCG ansatzweise beliebt ist. Wir werden sehen, aber was ich davon halte, wie das funktioniert und so weiter, das werde ich jetzt vorstellen. Doch bevor ich damit anfange, eine kurze Info. Ich mache jetzt wieder aktiv Videos auf meinem Pokémon-Kanal und ich werde das höchstwahrscheinlich auch für eine lange, lange Zeit durchziehen, weil ich habe echt Bock darauf und es kann sogar gut sein, dass ich dort drüben quasi auch andere Videos machen werde, ne? Gaming-related, also nicht nur Pokémon, sondern vielleicht auch Mario oder, naja, ein paar andere coole Franchises, vielleicht auch mal was ganz anderes. Und ich denke, es wird eine schöne Zeit, von daher schaut da gerne mal vorbei. Ich werde es mal verlinken und ich werde auch heute, wenn ich dieses Video rausbringe, bereits ein Video gebracht haben über meine Lieblings-Pokémon der 8. Generation. Also, wenn es interessiert, der kann gerne vorbeischauen. Wie gesagt, ganz oben in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit der heutigen Diskussion. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards. Und ich würde sagen, Leute, wir starten jetzt mal damit, dass ich die Regeln vorstelle von Rushduel, damit ihr so einen kleinen Eindruck bekommt, wie das Rushduel-Konzept überhaupt funktioniert. Und die Regeln hier sind wirklich sehr simpel. Wir spielen quasi ganz normales Yu-Gi-Oh!, allerdings quasi auf einem kleineren Board. Und zwar gibt es scheinbar nur 3 Monsterkartenzonen und 3 Zauber- und Fallenkartenzonen. Zumindest sehen so quasi, naja, die Dual-Discs aus dem Yu-Gi-Oh! 7-Anime. Und deswegen scheint das so zu sein, weil die spielen halt da Rushduel im Anime. Und es macht hier auch Sinn, denn die nächste Regel lautet, dass man quasi so oft wie man möchte pro Spielzug normal beschwören darf, ohne irgendeine Restriktion. Wenn man 5 Monster hat, die man normen darf, darf man alle 5 nacheinander einfach so hinbeschwören. Aber Tributmonster brauchen nach wie vor ganz normal ihre Tribute. Wenn ihr jetzt also beispielsweise 2-mal die Karte Keltischer Wächter habt und 1-mal Dark Magician und 2-mal Kuribo, dann könntet ihr theoretisch hingehen in eurer ersten Runde und 2-mal Kuribo beschwören, die beiden Wegtributen für Dark Magician und dann noch 2-mal einfach so Keltischer Wächter beschwören und dann habt ihr quasi alle 3 Monsterkartenzonen belegt und es war alles regelkonform. Ihr habt 5-mal normal beschworen. Aber dann ist logischerweise eure Hand leer. Und ihr werdet quasi dafür bestraft, dass ihr keine Ressourcen mehr habt, oder? Ja, nicht so ganz, ne? Weil die nächste Regel, beziehungsweise auch schon die letzte Bonusregel hier, besagt, dass man immer am Beginn einer Runde auf 5 Karten aufziehen darf. Man hat also keine normale Draw-Phase, wo man einfach eine Karte zieht immer. Nein, man darf jedes Mal auf 5 Karten aufziehen. Wenn man also beispielsweise in der ersten Runde 5-mal normal beschworen hat und keine Karten mehr in der Hand hatte, darf man sofort, wenn man wieder dran ist, 5 Karten nachziehen. Es wird also auf jeden Fall so ein bisschen die Meta sein, so viele Ressourcen wie möglich zu verballern in einem sehr schnellen Duell, um jedes Mal in der Draw-Phase möglichst viel Plus mitzunehmen. Das ist zumindest meine Prognose. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, was halte ich von diesem Konzept? Ich muss sagen, ne, es ist zunächst mal gar nicht mal so dämlich, eine neue Duellmethode an den Anime zu binden, weil das sofort quasi eine große Werbemethode ist. Jeder Zuschauer des Animes wird auf jeden Fall sofort mit dieser Duellart konfrontiert und kann sich dann überlegen, ob er die Produkte quasi auch im Real Life kaufen möchte. Und das ist an sich schon mal eine recht nette Sache. Das Problem ist nur, diese Regeln hier sind so drastisch, dass sie sehr, sehr abschreckend wirken und das in jeder Hinsicht. Denn normale Yu-Gi-Oh! Spieler, ne, die das normale Game kennen, werden das hier nur belächeln können. Ich meine, dass man beispielsweise in der Draw-Phase 5 Karten zieht. Das wäre im richtigen Kartenspiel gar nicht denkbar. Wenn das heute eingeführt werden würde, im richtigen Kartenspiel, wäre Yu-Gi-Oh! Wahrscheinlich nächste Woche tot. Ich meine es ganz im Ernst, ne? Das wäre absolut keine gute Entscheidung. Und dass sowas jetzt quasi in einer Art Fun-Version von Yu-Gi-Oh! Rauskommt, können viele Leute nicht so ganz ernst nehmen. Und auch, dass man teilweise irgendwie 5-mal die Runde normal beschwören kann, ist schon sehr, sehr krank. Das Ding ist nur, welche Karten wir wirklich bekommen werden, hängt komplett von Konami ab. Wenn Konami jetzt sagt, okay, wir bringen nur mittelmäßige Karten raus, ne, die nicht so viel machen, dann werden die Spielzüge auch nicht so krank werden. Es ist ja bei Speed Duel relativ ähnlich.
Da bekommen wir auch nur recht alte Karten, die nicht so mächtig sind, damit das Format nicht sofort genauso eskaliert, wie halt einfach das moderne Yu-Gi-Oh! Und deswegen hängt quasi alles sehr stark ab von den Karten, die Konami rausbringt. Aber wenn sie da einen kleinen Fehler machen, ne, kann dieses Rush-Duel-Format sofort vor die Hunde gehen und in kompletter Eskalation ausarten. Und da das Ganze Rush-Duel heißt, haben einige Leute Angst, dass es wirklich passieren wird. Und ich muss sagen, diese Angst ist auf jeden Fall berechtigt. Weil das Konami sehr krasse Karten teilweise released, ist ja keine Seltenheit. Doch das größte Problem, was ich persönlich bei Rush Duel sehe, ist halt einfach folgendes, ne? Es ist ein Konkurrenzprodukt zu Speed Duel. Und das verstehe ich persönlich in keinster Weise. Ich meine, wer zur Hölle spielt das Original Yu-Gi-Oh!, Speed Duel und Rush Duel gleichzeitig aktiv? Das wird doch kein Mensch machen. Das sind drei komplett verschiedene Produkte, die man sich einzeln kaufen muss. Und ich meine generell, ne? Wie viele Sets sollen denn rauskommen? Soll jetzt quasi alle paar Wochen was Neues erscheinen von Rush Duel, was Neues von Speed Duel und dann immer wieder was von Haupt-Yu-Gi-Oh? Ich meine, das wird ein bisschen extrem, oder nicht? Wenn man sich alles kaufen möchte, wird das verdammt teuer vor allem. Und ich denke nicht, dass das auf lange Sicht auf jeden Fall Erfolg haben wird. Und ich meine, es wird hier ganz klar eine Sache passieren, und zwar eine Splittung der Fanbase. Und zwar werden einige Leute anfangen, Rush Duel zu spielen und Speed Duel so ein bisschen hinter sich zu lassen. Aber viele Leute werden bei Speed Duel bleiben, weil sie erstens quasi dafür schon Geld ausgegeben haben und zweitens, weil sie es einfach besser finden. Und die Regeln halt, wie gesagt, vom Rush Duel vielleicht ein bisschen zu sehr abschrecken. Und das bedeutet, Rush Duel wird wahrscheinlich etwas weniger, naja, beliebt als Speed Duel und existiert nebenher und nimmt Speed Duel einige Fans weg. Weswegen Speed Duel auf jeden Fall dann auch so ein paar Probleme bekommen wird. Ich meine, die beliebtesten Sets sind diese Speed-Duel-Karten sowieso nicht, ne? Es ist nur ein Nebenprodukt, wie gesagt, vom normalen Yu-Gi-Oh! Und deswegen muss ich sagen, kann ich Rush-Duel nicht so ganz nachvollziehen. Ich meine, Speed-Duel ist doch bereits eine versimpelte Form von Yu-Gi-Oh! Wieso brauchen wir dann auch noch Rush-Duel? Ich meine, das heißt sogar fast gleich. Es ist mega seltsam, ich verstehe es nicht so ganz. Aber jetzt ist mir eine Sache zu Ohren gekommen, die ich sehr interessant finde, und zwar sollen diese Rush-Duel-Karten angeblich auf Turnieren nur von Kindern gespielt werden dürfen, ne? Als Side-Events. Das bedeutet, es sind reine Kinder-Events, wo Erwachsene gar nicht teilnehmen dürfen. Wenn ihr jetzt also beispielsweise schon 18 seid, habt ihr da gar keinen Zutritt. Und das sorgt dafür, dass die Kinder in kleinem Kreis ohne krassen Metadruck gechillt spielen können. Um vielleicht kleine Preise. Das ist so ein bisschen der Gedankengang dahinter, wenn das wirklich stimmen sollte. Und ich muss sagen, das ist auch irgendwo löblich. Ich frage mich halt nur Folgendes. Wollen das die Kinder wirklich machen? Ich meine, wenn man mir persönlich als Kind gesagt hätte, dass ich da teilnehmen kann und ich da geschont werde, hätte ich da gar keinen Bock drauf. Wenn ich mich wirklich von meinen Eltern zu einem Turnier fahren lasse, dann will ich doch auch wirklich beim Turnier teilnehmen, oder? Oder zumindest irgendwie bei größeren Side-Events und nicht irgendwie die ganze Zeit nur bei den kleinen Kindern chillen, die mit mir einfach Kinder-Yu-Gi-Oh! Spielen. Also ich persönlich hätte das als Kind absolut gehasst, ne? Und ich wäre da niemals hingefahren. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ne? Beziehungsweise den jungen Zuschauern unter euch, aber mich persönlich würde das nicht so begeistern. Und ich meine ganz im Ernst, ne? Am Ende wird auch dort der gewinnen, der logischerweise die besten Karten hat, beziehungsweise am besten spielt. Weil es ist halt ein Turnier. Und egal, wie simpel man Yu-Gi-Oh! Macht, ne? Es wird sich immer eine Meta bilden, die auf Turnieren dominieren wird. Egal, wer bei den Turnieren teilnehmen darf. Das bedeutet, am Ende werden wahrscheinlich die Kinder gewinnen, die am ältesten sind und die sich am besten auskennen. Wahrscheinlich die Kinder, die gerade so noch teilnehmen können, weil sie noch nicht zu alt sind. Beispielsweise dann 17-Jährige oder 15-Jährige, wenn 16-Jährige nicht mehr teilnehmen können, wie auch immer. Und deswegen muss ich sagen, bin ich von dieser Idee nicht so sehr angetan. Auch wenn es zunächst mal ein netter Gedanke wäre. Wenn man das Ganze allerdings weiterdenkt, wird es auf jeden Fall sehr plausibel, dass es wirklich gemacht werden könnte. Und zwar ist ja der Anime auch sehr kindlich gedacht, ne? Man könnte jetzt vermuten, böse Zungen würden behaupten, dass man den Anime bewusst kindlich gemacht hat, um die Kinder auf Rush Duel anzufixen, damit die mit Turnieren groß werden. Und dass die dann später auch mal bei größeren Events teilnehmen, beziehungsweise das richtige Yu-Gi-Oh! Auch spielen. Weil die älteren Leute kennen sowieso alle Yu-Gi-Oh!, weil sie alle damit aufgewachsen sind, beziehungsweise irgendwann mal in ihrer Kindheit davon erfahren haben. Aber die junge Generation muss erst noch gewonnen werden. Und das geht halt über eine Kinderserie. Das wäre auf jeden Fall denkbar. Und das würde auf jeden Fall solche Side-Events mit Kindern etwas wahrscheinlicher machen. Aber wie gesagt, ist bisher, soweit ich weiß, nur ein Gerücht. Wie auch immer.
Doch was denke ich denn jetzt persönlich über die Zukunft quasi von den Rush-Duel-Karten? Und da muss ich sagen, es ist schwierig. Man kann da auf gar keinen Fall jetzt schon eine klare Prognose geben. Ich meine, die Karten sind noch nicht mal draußen im OCG, geschweige denn im TCG. Wir wissen noch nicht mal, ob sie hier rauskommen. Aber ich persönlich würde vermuten, dass sie schon hier rauskommen. Also, ich würde fast drauf wetten. Ich mag zwar die Designs nicht und auch die Mechanik finde ich etwas komisch, aber ich denke schon, dass es hier rauskommen wird. Und es wird auf jeden Fall einige Speed-Duel-Spieler zu Rush-Duel-Spielern machen. Ne? Ein paar Leute werden es auf jeden Fall feiern. Solche Leute gibt's immer. Aber ich denke dennoch, dass auf jeden Fall Rush-Duel nicht so beliebt werden wird wie Speed-Duel auf lange Sicht. Auch wenn Rush-Duel auf jeden Fall einen kleinen Start-Hype haben wird, wie alles was Neues, es wird auf jeden Fall abflachen, weil die Regeln einfach so ein bisschen nicht für die Ewigkeit gemacht sind. Könnt ihr euch vorstellen, in 10 Jahren noch Rush-Duel zu spielen, wenn das jetzt irgendwie dieses Jahr rauskommen würde? Auch im TCG? Ich meine, nach und nach muss Konami auf jeden Fall immer neue Karten releasen, ne? Und der Power Creep wird dort auf jeden Fall richtig heftig werden. Also ich glaube, das wird echt ein bisschen eklig tatsächlich. Und ich kann mir deswegen nicht vorstellen, dass Rush-Duel überhaupt so lange supportet wird. Und ob man jetzt eine Kartenserie kaufen möchte aktiv, die irgendwann einfach eingestellt wird, ganz kritisch, ne? Würde ich vielleicht eher sein lassen als Privatperson. Aber nur meine Meinung. Und naja, wenn der Anime endet, ne? Yu-Gi-Oh! 7, was passiert dann? Geht's dann trotzdem weiter? Kommt vielleicht einfach noch eine dritte Nebenkartenserie? Man weiß es nicht, ne? Die Zukunft ist auf jeden Fall ungewiss, aber ich glaube nicht, dass Rush-Duel in einer der möglichen Zukünfte wirklich sehr, sehr beliebt werden wird. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Zumal der Hate jetzt schon sehr groß ist, wo die Karten noch nicht mehr rausgekommen sind im OCG. Ich meine, es wird von den meisten Leuten einfach nur belächelt wegen den absurden Regeln. Vielleicht kann es eine kleine Fanbase erzeugen, keine Frage. Aber ob es so toll war, das jetzt zu releasen bzw. anzukündigen, ich weiß nicht, ich bin nicht ganz überzeugt. Aber dieses Kinderargument kann ich schon irgendwie nachvollziehen, dass quasi Konami so ein bisschen junge Spieler mit ins Boot holen wollte. Naja, aber es wäre trotzdem schön gewesen, halt für die älteren Spieler einen etwas erwachseneren Anime zu machen, aber ich denke, das ist so viel erwartet. Aber ich würde sagen, Leute, wir kommen jetzt mal zum Fazit. Und ich muss sagen, Leute, ich mag diese Karten nicht. Ich mag die Designs nicht, ne? Diese Karten sehen auf jeden Fall etwas merkwürdig aus, aber darüber könnte ich sogar hinwegsehen, weil das ist nur das Optische, ne? Es geht letztendlich immer um das Gameplay. Und das gefällt mir auch nicht. Ich finde diese Regeln mega seltsam und ich glaube, wenn ich das 2-3 Mal gespielt habe, habe ich irgendwie alles gesehen, was mich interessiert hat. Und dann habe ich halt mal kurz 5-mal die Runde normal beschworen und bin dann irgendwie gesättigt. Vielleicht täusche ich mich auch, ne? Und es wird mega beliebt, aber bisher wirkt es nicht so. Und ich denke, die meisten Leute feiern das auch nicht so ab. Ich werde ganz oben in den Kommentaren auf jeden Fall mal einen Kommentar anpinnen, wo ihr das Ganze bewerten könnt, nach eurer Meinung bisher, beziehungsweise nach eurer Auffassung, was ihr bisher davon wisst, wie gut ihr das findet, also von der Skala von 1 bis 10. 10 ist gut, 1 ist schlecht und ich bin mal gespannt, wie viele Leute das Ganze feiern. Aber ich denke, viele Leute werden dann 1 eintragen, beziehungsweise eine 2 oder 3, weil sie es nicht so toll finden. Zumindest ist das bisher mein Gefühl. Aber gut, ihr könnt mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Dann würde ich sagen, schlagt mir auch gerne weitere Diskussionsvideos vor, die ich hier mal machen soll. Und schaut auch gerne mal vorbei bei meinem Pokémon-Kanal, wo jetzt wieder aktiv Videos kommen werden, in einem regelmäßigen Intervall. Und ich werde das auf jeden Fall verlinken. Und denkt auch bitte an meinen Sponsor Lotte Cards und an mein Instagram. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dort. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch 2 Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.